Aus einem Forschungsbericht der Akademie zu Romulus über den in einer Trollzacker Mine gefundenen Obelisken 642 nach Bosbarans Fall von Magistra Mylana. Er gab die magische Examination, dass das trollische Artefakt den Fluss der Kraft Sumus in Einfluss nehmen soll. Die Matrices sind sehr harmonisch gewoben, ohne aber Grundzüge der Gildenmagie erkennen zu lassen. So einfach die Struktur auch scheint, so groß ist doch die Wirkung. Verderbte Ritualorte oder brachliegende Lokalitäten, wie sie sich nach den Magierkriegen zuhauf im Land finden lassen, könnten durch einen solchen Obelisken auf Dauer wieder in Fluss geraten. Nach dem Tod von Magister Rotbein durch den gestrigen Einsturz des Ganges müssen wir die Untersuchungen allerdings vorzeitig abbrechen. Ihr taucht aus dem Murchenberg in einer sumpfigen, morastigen, matschigen Landschaft auf, um euch herum Farne und Dschungel. Euch fehlt die Orientierung, überall ist Nebel, es ist warm und die Luftfeuchtigkeit ist unglaublich hoch. Ihr hört in der Entfernung leichtes Brüllen, Keckern. Janan fühlt sich zurückversetzt nach Maraskan. Was wollt ihr tun? Sind wir? Oh Gott, ist das heiß. Puh. Das ist ja wirklich widerlich hier. Wo müssen wir hin? Erkennt irgendjemand irgendetwas? Sicher, dass wir überhaupt noch in Wahrung sind? Ich hoffe es. Sieht aus wie der Dschungel, durch den wir gekommen sind. Vielleicht sind wir doch zu weit nach unten gegangen. Wobei, nein. Nein, eigentlich ist doch der gesamte Berg bewachsen. Ah. Vielleicht haben wir es tatsächlich nach oben geschafft. Immerhin hieß es ja, bei den Echsen in so einer Umgebung wohlfühlen und hier irgendwie überleben. Ah. Nun, wir sollten so schnell wie möglich wieder einen Einstieg in den Erdboden finden. Mal sehen. Ne? Dort oben. Savo deutet einmal durch das Blätterwerk und wenn ihr seinem Finger folgt, der angedeuteten Linie, könnt ihr die goldene Pyramide erkennen. Der höchste Fleck von Hochwahrung. Golden, ungefähr 4 Dutzend Schritte nach oben ragend. Nun, dann wissen wir ja grob die Richtung. Sollten wir uns erst einmal alle vorschlagen, oder sollte einer nach Kundschaft gehen? Bin mir nicht sicher, ob es klug ist, sich in einem solchen Dschungel zu trennen. Ich nehme an, ihr habt recht. Gut, dann, hier lang, denke ich. Gib mir mal bitte eine Wildnislebenprobe, um euch jetzt hier zurechtzufinden in die richtige Richtung, um giftigen Pflanzen und Sträuchern auszuweichen. Ich würde gerne. Zählt Maraskan kundig? Maraskan kundig zählt, dann alternativ auch Dschungelkundig. Ich cool, dann wollte sagen, ich würde gerne führen, aber offensichtlich übernimmst du. Dann habe ich es geschafft. Es ist eine Erschwernis drauf. Ich wollte gerade sagen, also, natürlich gibt es eine Erschwernis, aber es gibt eine abbauende Erleichterung, wenn ihr dann eben dschungelkundig seid. Ich prüke mich Hilfe suchen nach Boltax um. Der kann sich in der Natur am besten aus. Ja, ich würde etwas perplex dastehen, wenn Jana einfach vorgeht. Ich kommt schon, hier geht's lang. Seht ihr, immer da, wo das Moos klebt. Bist du denn wahnsinnig? Nein, das Moos zeigt genau in die falsche Richtung. Also, was denkst du dir denn? Nein. Was für Urwäldern wart ihr denn? Ja, jeder Wald ist ein Urwald, wisst ihr? Also, jeder Wald ist aus Sumu selbst entstanden und aus der Urkraft Sumus, aus der Urwald. Erinnert ihr? Ach nein, da war ja der Elf, der dabei war. Ihr wart ja gar nicht. Wo lang? Also wir müssen hier entlang. Das, was Janan sagt, ist vollkommener Murks. Dürfen wir mal eine Pflanzenkundeprobe abgeben? Dschungelkundig, Maraskankundig hilft. Janan nicht. Alle oder nur Murks? Alle außer Janan. Ich hab kein Dschungelkundig oder Pflanzenkundig, oder Maraskankundig. Sag mir hier gar nichts. Blöder Wald. Jetzt komm. Ja, also Boltax und Abelmir können erkennen, dass wohl, als sich Jalan umgedreht hat, dass wohl gerade eben in eine Richtung gelaufen,
die wohl in Richtung der Pyramide zeigt. Als er sich umdreht, konnte er erkennen, wie er wohl an seinem Knie, da ist wohl Gras kleben geblieben, auch wenn er sich gar nicht abgekniet hat. Aber jetzt, wo ihr das gerade seht, könnt ihr wohl sehen, wie der kleine Tentakel rauswuchern und wachsen. Es ist also kein Gras, sondern eher ein Tier, würdet ihr meinen. Ja, Lani, jetzt ganz vorsichtig. Guck mal an deinem Knie herunter. Ja, dann bleibt stehen, guckt erst direkt auf den Boden, wo er denkt, da ist irgendwas. Bis ihn dann das Büschel an seinem Knie auffällt. Da, irgend so ein dummer Dreck. Nein, nicht wirklich. Was, die kommt's mir so langsam? Ja, du erkennst das. Hat immerhin eure Kartografin das Leben gekostet. Den Anblick vergisst du nicht. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Und dann packe ich das Ding und reiße es in einem Ruck raus. Ja, es war nur ein Büschel und du hast es relativ schnell entfernt. Dementsprechend beim Rausreißen gibt es nicht mehr so viel Schaden. Aber wir können einfach mal nachsehen, was Jagdgras so tut. Jeder Büschel verursacht 2 SP pro Stunde. Und beim Herausreißen noch einmal 1W6 SP. Und dann kannst du mir nochmal 1W20 geben für Wundfieber. Oh, 1W6 SP. Und oh, 20. 20. Ist klar, dann dürfen die anderen. Darf ich mal Konsti gegenhalten? Nö, es gibt, besteht eine Chance von 20% für nachfolgendes Wundfieber. Ja, okay, aber an der folgenden okay, Krankheit darf ich ja nach ihrer Inkubationszeit widerstehen. Gut, dann wirst du definitiv irgendwie an Wundfieber erkranken. Mit einer Konsti-Probe können wir das nochmal uns angucken, BDS. Du bekommst zusätzlich 2 SP, weil die Stunde schon angefangen hat. Also die haben sich in dein Knie schon gerade reingefressen. Warte, will das wissen? Ja, klar. Es tut aber nicht weh, weil sie direkt Gift absondern, was für Schmerzlosigkeit sorgt. Also du siehst, wie es blutet und kann nicht mehr aufhört. Botox, was ist denn das für ein widerwärtiges Zeug? Das ist eine ganz gefährliche Pflanze. Die habe ich auch nur bisher einmal gesehen. Es nennt sich aggressives Gras, könnte man sagen. Gut, dass er es so schnell herausgerissen hat. Also ich würde sagen, dass Sumox jetzt die Führung übernimmt. Ich denke auch. Vielleicht ist das besser. Nun, achtet auf eure Umgebung und auf Pflanzen, die ihr nicht könnt oder kennt. Fasst am besten nichts an und berührt nichts, was nicht unbedingt berührt werden muss. Wir sollten vielleicht erstmal diese Wunde verbinden. Ja, sie sieht reichlich dreckig aus. Kommt da mal her. Ist aber rechte Bein wahrscheinlich, irgendwie ruhig mal hochkrempeln und dann so einen notdürftigen Verband anlegen. Damit die Blutung vielleicht nicht, also die Wunde vielleicht nicht ganz so da eingedreckt wird. Der Würfelkraut sagen wir drauf? Ich könnte Würfelkraut gegen aufmachen. Machst du welche? Ja. Einmal. Dann spaß dir. Oder? Nein, jetzt kommt drauf an. Gut, dann würde ich Würfelkraut auf diese Unterlage schmieren und dann fachkundig verbinden mit einer Heilkunde Wundenprobe wahrscheinlich. Ja, dafür sie da. Du hast schon lange nicht mehr auf einer Sonnenwindfeier. Hier wäre viel leichter mit der Trank, so wie du das Wege. Das sollte halt, seid vorsichtig. Gut. Fosti, wie ist das? Bei normalen Verletzungen stoppt die erfolgreiche Heilkundewunden das Wundfieber auch beim Dingskraut oder ist das da speziell? Du bist ja schon vom Wundfieber bestätigt mit der 20 betroffen. Ja, aber das ist nicht die Frage. Normalerweise hält das Ding ab. Die Frage ist, macht es Jagdgras das speziell oder ist es wie normale Verletzungen zu behandeln? Dann gib mir nochmal eine Heilkunde Gift, dann können wir über das Wundfieber sprechen. Ja, wenn es vom Gift kommt, dann bringt die Heilkunde über Wunden nämlich gar nichts. Da hast du recht. Genau, also sie schlagen ihre Wurzeln in das Opfer, was dann eben auch dafür sorgt, dass du das nicht bemerkst. Müsste dann irgendjemand von euch die Heilkunde Giftprobe würfeln. Es sieht auch erschreckend ähnlich nach Würselkraut aus. Das ist eben auch das Ekelhafte vom Jagdgras. Ja, komm, dann würfel ich die Heilkunde Gift.
Wie ist die Wundfieber erschwerend? 6 Punkte. Dann hast du es nicht geschafft. Ja, dann habe ich es nicht. Gut. Dann werden wir uns wohl morgen früh auf meine Konsti verlassen müssen. Genau. Gut. Ja, dann kann Boltax die Richtung vorgeben und ihr könnt euch dann langsam und vorsichtig durch das wuchernde Unkraut schlagen, an den Farnen vorbei. Jeder von euch darf nun mal eine Fingerfertigkeitprobe geben. Ja, man kennt das bereits auch schon aus Maraskan. Um Sträucher vorbeizuschieben und keine richtigen Dornen in sich zu treiben. Aber Erlan will nicht. Erleichtert durch keine Ahnung, Pflanzkunde? Noch nicht, nein. Ist sie durch meine Wildnislebenprobe erleichtert, oder? Nein, ist sie nicht. Ist sie durch Maraskan-Kunde erleichtert? Ich würde dir da tatsächlich... Wenn du mir 3 gibst, habe ich es geschafft. Dann nee, 3 gebe ich dir nicht. Dann ist es egal. Ja, also es gibt 7 Punkte Erleichterung und wenn du auf ein Attribut ableitest, dann ist es eine 1:3. Also 7 Drittel sind halt nur 2, irgendwas, ne? Und dementsprechend reicht das nicht. Dann kriege ich Schaden. Ja, oder ja, dann reißt sich beim Zusammenschieben, Wegschieben von Dornen die roten Dornen von irgendwelchen Rosenranken ins Fleisch. Also, dass du einen weiteren Schadenspunkt bekommst, beziehungsweise einen weiteren W6 Schadenspunkte, während die anderen relativ entspannt dann die Sachen vorbeischieben können. Bis sie dann vor einer großen, hohen Mauer steht, die von Menschenhand erbaut wurde. Ich hasse diesen Berg. Naja, also hier gefällt es mir irgendwie besser als in der Stadt. Wie hoch? Wo lang? Hinüber, oder? Hinüber? Steht direkt vor einer großen, langen Mauer, die sich gerade links und rechts neben euch vorbeizieht. Ist ungefähr 3 Meter hoch. So, nun, das wird wohl die Mauer sein, die den Palastkomplex oder Pyramidenkomplex umgibt. Wartet mal, Abelmir, Iserun, gib mir mal ein wenig Hilfe, ich will da mal rüberspähen. Ja, gerne. Na gut. Räuberleiter? Ja, damit Räuberleiter einfach einmal den Kopf drüber schieben, kurz schauen und dann wieder runter. Ich weiß nicht, ob du dafür eine Probe brauchst. Nö, brauche ich nicht. Vor allem, wenn ihr auch das Seil von Abelmir habt. Also, auf der anderen Seite geht es wohl weiter. Das sind dann eher angelegte Gärten, die aber ebenso wild sind. Auf der anderen Seite ist ein Garten. Ich habe sonst niemanden gesehen. Wir könnten entweder hinüber oder erst einmal der Mauer folgen. Boltax, was denkst du? Naja, wenn du niemanden gesehen hast, eventuell kriegen wir so eine Chance nicht wieder. Ich glaube auch nicht, dass in der Mauer irgendwelche Risse sind. Also, jetzt überqueren ist genauso gut wie irgendwo anders. Nun, wie sieht das denn mit Deckung dort hinter der Mauer aus? Könnte man sich dort zur Not verstecken, falls jemand vorbeikommt? Mit ein paar Hecken und Sträucher. In einem Garten kann man sich sicherlich besser verstecken als auf freier Fläche. Stellt dir mal vor, wir würden am nächsten Mauer über Speer auf einen Exerzierplatz oder so klicken. Das wäre sicherlich weit weniger gut, um sich zu verstecken. Naja, was auch immer. Dann geht hinüber. Gut, ich gehe zuerst hoch, dann ziehe ich Boltax rüber und dann kommen die anderen. Ja, ich brauche da mittlerweile keine Probe mehr. Ihr werdet das sicherlich irgendwie mehr schlecht als recht schaffen. Mit dem Seil von Abelmir wird es euch gelingen. Sodass ja, das Seil ist ja nur 3 Meter hoch. Ja, wie gesagt, also ihr kommt da definitiv rüber. Dauert dann 2 Minuten und dann steht ihr auf der anderen Seite mitten im Garten. Ihr könnt hier erkennen, in der Entfernung ein angelegtes Beet und auch Bruttümpel. Ihr seht hier keine Menschen oder Untote mehr, sondern nur noch Achas. Entschuldigung, noch einmal zum Verständnis, denn ich habe es, glaube ich, nicht falsch verstanden. Bruttümpel? Bruttümpel. Du meinst da, wo die ihre Eier reinlegen. Genau. Also ungefähr, ich würde sagen, 5x5 große Becken mit warmem Schlamm, warmem Wasser. Ihr seht in der Mitte Heizsteine und links und rechts angelegt in immer gleichbleibenden Abständen Eier. Und die Achas-Diener, die dann hier mit großen Recken, Stangen umhergehen, schreiten, die Eier drehen, und sich auch um diese Kristalle kümmern, die in der Mitte dieser Brottümpel liegen. Und nun? Am besten versucht ihr nicht in diese Gruben zu treten. Ach, dann wirklich? Vorsichtig weiter, denke ich. Was sieht man auf der Fernseite? Ein großes Schloss aus schwarzem Stein. Mit zahlreichen Verzierungen, vor allem Totenköpfe,
vielleicht auch einige Magenfresken, die du da erkennen kannst. Das muss wohl das Albtraumschloss sein. Da will ich nicht hin. Gibt's sonst noch was? Nein. Keine anderen Zäune, Mauern? Doch, weitere Mauern. Ihr steht gerade in sowas wie einem Innenhof, direkt vor euch. Vielleicht 40 Meter auf der anderen Seite, wenn ihr so ein bisschen euch durch den Garten an den Brottümpeln vorbeipirscht. Das werden. Vielleicht sind es doch eher 60 Meter oder 70. Wäre doch jetzt Rafim hier, der könnte sowas sicherlich besser abschätzen. Eine weitere Mauer, die dann rüber den Weg freigibt zur goldenen Pyramide. Euch allerdings den Rücken zugewandt. Das ist eine Stufenpyramide. Ihr könnt da wohl noch eine riesige exische Gottheit erkennen, die euch den Rücken zugewandt hat. Ja, yep, da geht's hin. Schönen großen Bogen, dieses Albtraumschloss. Sumox, spürt doch einmal in euch hinein, ob er nicht irgendwelche Hohlräume unter der Erde spürt. Hat das schon einmal angesprochen? Es gibt Berge, die das können? Ja, ja, aber ich kann es nur noch weniger. Und ihr habt zumindest die Verbindung zur Erde. Ach, nun gut, von mir aus. Ich versuche es einmal, aber versprechen kann ich nichts. Natürlich nicht, das verlangt ja auch keiner, aber ihr habt die besten Chancen von allen von uns. Dann würde ich meine Hände mal über den Boden ausbreiten, das über den Boden fahren lassen, Augen schließen, einmal einatmen, einmal ausatmen, schwer werden wie ein Stein. Und mal fühlen, ob ich was fühle. Du merkst vor allem die Aas und die Knochenkäfer, die unter der Erde sitzen und die ein oder andere Schabe, die sich gerade durch das Fahren in deine Richtung schiebt. Einige Nachtmaden, Schädelbohrwürmer und Marksauger. Nein, hier ist nichts. Wir sollten... Gut, gut. Gibt es hier irgendwelche Gebäude, also weiß nicht, Garten, Gerätehäuser, sowas in der Richtung? Direkt neben dem Albtraumschloss kannst du so etwas erkennen, wie, ja, das gehörte wohl zu diesem Klostergarten oder Burggarten, wird wohl ehemals dann dem Vertrauten von Abelmir gehört haben, dem Markgrafen kennt er ja auch, Trondvig von Bregelsaum, aber mittlerweile wohl umfunktioniert, sodass von dort aus, sicherlich 80, 90 Schritt von euch entfernt, weitere Diener heraustreten. Ihr könnt da wohl auch erkennen, wie es da wohl einen Häutungsbassin gibt, wo riesige Schuppen abgestriffen werden und dann dort verwahrt werden, gesammelt, aufgereiht, verschiedenfarbige Schuppen. Also da gibt es wohl auch ein ehemaliges großes Gartenhäuschen. Ansonsten nur noch diese Brottümpel. Was meint ihr, ob dieses Gartenhäuschen vielleicht ein Kellerzugang oder so etwas hat oder eine Falltür? Ich würde es bezweifeln. Sollte es so etwas haben? Also ich weiß nicht, baut man so etwas bei euch? Nun, manchmal werden Vorratsräume unter Tage angelegt. Aber auf so einem brüchigen Berg? Ich kenne mich hier auch nicht aus. Gut, was schlagt ihr denn stattdessen vor? Sollen wir einfach die Mauern absuchen nach Spalten? Wir können noch über die andere Mauer klettern. Ich würde ganz vorsichtig hier entlang schleichen, wir uns diese geschuppten, derartigen. Ach, pfui, Xen. Wollen wir sonst im Schatten der Mauer bleiben und dann schleichen wir uns auf der linken Seite rum? Dann kommen wir, wenn wir uns immer an der Mauer gepirscht halten, zu dem Gartenhäuschen. Die Alternative ist, dass wir direkt durch diese Brottümpel marschieren, aber dann haben wir keine Deckung mehr. Nein, wir sollten auf jeden Fall in der Mauer entlang gehen. Und was tun wir dann von dort aus? Hinüber? Nun, wir schauen einmal in dieses Gartenhäuschen hinein und wenn sich dort nichts anbietet, dann ja, vielleicht hinüber. Einfach so kann es nicht schaden. Gut. Dann gebt mir doch mal eine Sich-Verstecken-Probe. Sie ist erleichtert um 4. Nicht schleichen? Die Schleichenprobe brauchen wir noch, wenn wir durch den Schlamm gehen, aber die ist erschwert um 4. Okay, verstecken wir uns jetzt erstmal. Das sieht gut aus.
Gut. So seid ihr ziemlich versteckt. Vor allem der Farn hilft euch, hier abzutarnen. Und dann könnt ihr durch den Matsch warten. Schleichen plus 4. Kann ich mir irgendwie eine Erschwernis geben, um Boltax zu helfen? Ja, 1:1. Dann nehme ich noch eine 3 Erschwernis hin für insgesamt eine plus 7. Möchtest du noch eine plus 1 für diese Runde nehmen? Wenn ich das nachträglich noch kann, dann ja. Ja. Ich versuche es jetzt zwar auch, aber es ist besser, als es gar nicht zu versuchen. Dann kann Boltax... Kann ich noch eine Erschwernis auf mich nehmen? Ja, jetzt aber 2:1. Ich habe noch einen Chip. Kann ich Leyalans Probe damit chippen? Kann sie ihre eigene chippen und ich kriege den Punkt wieder? Sie kann so ihre eigene chippen. Weil dann hätte ich es ja geschafft. Ja. Das ist richtig. Gut, dann chippe ich das. Einfach nur eine Schleichenprobe um 1 erschwert. Es reicht. Für alle Beteiligten gerade so, aber es reicht. Du hättest auch einfach nur die 20 neu verfüllen können, oder? Es wäre vermutlich klüger gewesen, aber... Oh ja, stimmt. So schlecht war die Probe ja insgesamt gar nicht. So könnt ihr euch gemeinsam durch den Farn hindurchschieben, immer mal wieder stehen bleiben und auch das ein oder andere Mal erkennen, wie dort diese merkwürdige Kultur mit ihren Rottümpeln, ihrem exischen Treiben nachgeht. Ihr könnt erkennen, wie wohl auch direkt am Gartenhäuschen, wenn ihr näher kommt, dort ja Opfergaben den ungeborenen Echsen gegeben werden. Vielleicht damit die Götter, die Erzdämonen, ihren schändlichen Blick nicht auf sie richten. Frischer Fisch und gewürztes Wasser, ganz merkwürdige Opfergaben. Ihr könnt auch weitere Statuen erkennen, die dann hier vor jüngster Zeit gebaut worden sind. Götter- und Kulteprobe. Je mehr Punkte, desto besser. Hexische Götter würden zählen. Bin Zwerg, sowas kann ich nicht. Pyres Volt, mehr muss ich nicht wissen. So. Denn Wissen ist das Einfallstor für die Verderbnis. Also ich könnte maximale Erschwernis von 15 überwinden. Und was sieht der Nabel mir dort? Das ist eine gute Frage. Nun, ich schätze, das sind insektoide Geister, Götter. Gibt es so etwas? Sie sehen sehr komisch aus. Wir haben mehr als einen Insekt unten in der Stadt gesehen. Ich kenne mich leider mit diesem Äon wenig aus. Es gibt keine Aufzeichnung. Was sagt ihr dazu? Ja, das sieht aus wie euer Praios und das sieht aus wie Isinde, das sieht aus wie der Herr der Zeit und das wie der Gott, den, naja, ist schon. Auf ihm anbietet Chor und das könnte eine Eidechse sein. Vielleicht. Interessanterweise keine roten Götter wie Oron oder ihre Widersacherin. Müssen wir denn wissen, was es ist, um zu wissen, dass es nicht recht ist? Nun, es ist exischer Natur. Es kann nicht gut sein. Sagt doch so etwas nicht. Aber mir. Wir sind in Wahrung. Hier gibt es nichts Gutes mehr. Nun, ich bezog mich eigentlich auf die Bemerkung, dass aus exischem Kultur nichts Gutes entstehen kann. Doch, das ist genau das, was es ist. Dies ist jetzt doch wohl egal. In der Tat. Bitte die Diskussion aufeinander verschieben. Gehen wir weiter. Und wenn wir die Chance haben, sollten wir irgendetwas Giftiges in diese Bruttümpel werfen. Nicht jetzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr eine Magiekundeprobe auf die Steine würfeln. Kristalle in der Mitte. Gerade Sumox, Boltax mag das interessieren. Kommt doch, Leute, ist immer drin. Hilft mir, magisch, kann ich mir mit Kristallzucht als Hilfstalent ja, würde ich dir erlauben. Ist es vernichtenswert, mehr weiß ich nicht. Mit 3er Erleichterung. Damit schafft Iseron sogar die sagenhaften 15 Sternchen. Boltax schafft ihr auch. Ja, die Erleichterung ist schon drin. Mit der Erleichterung nicht, gut.
Nur Isaron hat davon gelesen, dass wohl die Achas Kristallomanten sind und all ihre Zauber über Edelsteine funktionieren. Das sind zwar keine richtigen Bergkristalle, aber sie werden sicherlich für diese Temperatur hier sorgen und die Wasser dann mit der Temperatur versorgen, die benötigt wird. Ja, fass diese Steine nicht an, dort sind Zauber gespeichert. Könnt auch erkennen, wie wohl einige dieser Achas-Diener immer mal wieder, wenn sie dann die Eier gedreht haben, aus ihrem Schuppenbeutel am Gürtel einige Sachen herausholen und dann das in das Wasser streuen, sodass es so ein bisschen glimmt und glüht. Sollten wir zurückkehren, werden wir sie zerschlagen. Kommt jetzt. Vielleicht können wir sie auch irgendwie überlasten. Und Wirkung umkehren, weil es kalt wird. Nicht ja, jetzt. Das sind Überlegungen für irgendwann mal. Oh gut. Bewegt ihr euch wohl endlich? Nach einer halben Stunde durch den Garten, direkt an der Mauer entlang, mit Schleichen und sich verstecken, könnt ihr dann an dem Gartenhäuschen entlang kommen. Ihr seht da wohl, wie gerade ein etwas jüngerer Achas-Diener, ihr könnt Echsen sowieso vom Alter nicht einschätzen oder auch von ihrer Wertigkeit, aber das scheint wohl noch ein sehr, sehr junges Objekt zu sein. Geht Boltax vielleicht bis zur Brust? Und während es da rumspielt und dort selber so ein bisschen mit diesen Steinen herumexperimentiert, könnt ihr wohl erkennen, wie aus dem Gartenhäuschen ein großer, riesiger Maru-Krieger, ein krokodilartiges Wesen, herausläuft, sich so ein bisschen umsieht, den Kleinen erkennt, schnell auf ihn zugeht, den Hals umdreht und dann mit einer Verschlagenheit sich an die Ecke des Gartenhäuschen pirscht. Und jetzt beginnt dieses kleine Wesen zu fressen. Wie weit ist der von mir weg? Der sitzt jetzt, du würdest sagen, 5 Meter von dir entfernt. Der hat auch gar nicht nach euch gesucht, euch gar nicht interessiert. Hat sich jetzt einfach nur darum gekümmert, dass er von den anderen Achas-Dienern nicht gesehen wird und sitzt da jetzt im Schatten und verspeist jetzt langsam diesen kleinen Diener. Rajas hat ihn aussortiert. Ich kenne ja schon mit den Zähnen. Ja, und er knirscht mit den Knochen. Ich gucke nur angeekelt und schleiche weiter. Ja, aktuell geht's nicht wirklich weiter. Wie gesagt, ihr seht jetzt 5 Meter vor diesem Gartenhäuschen, müsst ihr jetzt warten. Das ganze Schauspiel dauert ungefähr 10 Minuten, während ihr da ja diesem Fressen zusehen könnt, bis er dann nur noch die abgenagten Knochen, einer nach dem anderen, noch zerkaut und sich dann 2, 3 noch an den Gürtel schiebt für später. Und dann, die Häute, dieses Schuppenkleid von diesem kleinen Wesen, liegen da immer noch so blutig. Der Maru verdrückt sich dann wieder zurück in das Gartenhaus. Sollte er da wohl nicht ertappt werden? Ja, ich deute dann auf das Gartenhaus, signalisiere den anderen auf Attacke, da nicht lang. Ich signalisiere mal zurück, wohin dann? Ja, immer noch neben euch eine Mauer, die 3 Meter hoch ist. Dann würdet ihr allerdings den Schatten der Äste und des Gebüsches verlassen oder die 5 Meter zum Gartenhaus sprinten und dann an der Ecke vorbei in die Richtung, wo der Maru herkam. Ihr habt alle Zeit der Welt. Nur Boltax kann mittlerweile ein Pochen hören, das lauter und lauter wird und von der Pyramide zu kommen scheint. Oh, wohin jetzt? Wieder über die Mauer. Vielleicht ist dort am Steilhang am ehesten ein Spalt zu finden. Zur Pyramide. Wirklich? Ah, hört ihr es nicht? Nein? Was sollen wir hören?